So, da kommen wir nun zur Reinigung von unseren Geräten. Das heißt, ich hab jetzt noch eine Pistole, da ist noch ein bisschen Farbe drin. Mal gucken. Wie gesagt, da sind noch Reste drin. Die kann man generell ein bisschen ausblasen mit Glasreiniger, bis die wirklich komplett leer ist und einmal hochgespült ist, wie gesagt, mit Glasreiniger. Um den Behälter einmal kurz auswischen, dass da die groben Farbreste drauf sind. Dass da nicht mehr so viel Schmutz nachher ins Reinigungsbecken kommt. Aber man sieht, vorne noch an der Spitze sind noch ein bisschen Farbreste dran. Ja, wir haben in einer komfortablen Lage, sind wir im Verein, dass wir ein Ultraschallreinigungsbad haben. Ja, das ist halt ein kleiner Behälter mit Flüssigkeit. Hier in diesem Falle sind zwei Drittel normales Wasser und ein Drittel Glasreiniger, den ich benutze. Das ist für unsere Farben. Ich nutze eigentlich nur Acrylfarben auf Wasserbasis. Die kann man mit dieser Kombination, wie gesagt, Wasser und Glasreiniger hervorragend reinigen. Ja, wie ein Ultraschallbad arbeitet, das weiß wahrscheinlich jeder, ist ein kleiner Schwingungserzeuger drin, der dann halt das Becken in ultrahohe Schwingungen versetzt und die Flüssigkeit, die in dem Becken ist, die füllt sich dann in das zu reinigende Objekt rein und spült dann da mögliche Farbreste oder Schmutzreste raus. Achtet bitte drauf, ein Ultraschallbad darf nur mit Flüssigkeit betrieben werden. Das heißt, wenn wir nachher die Flüssigkeit ausgießen, danach bitte nicht mehr einschalten. Da kann man tatsächlich mechanisch das Gerät kaputt machen, wenn es ohne Flüssigkeit betrieben wird. Ja, achtet ein bisschen drauf. So, wir können jetzt tatsächlich aber die Pistole, die wir haben, die Teile einfach nach und nach, ups, in das Reinigungsbad geben. Das ist auch ungiftig, da können wir mit den Fingern rein. Das können wir nachher auch in Ausguss gießen. Da brauchen wir also keine spezielle Entsorgung oder so. Jetzt sieht man auch schon, was ich vorhin meinte. Die Nadel, die ist sehr verschmutzt. Deswegen lösen wir hinten die Klemmung von der Nadel, dass wir die nach vorne rausziehen können. Ich muss mal mit dem. Wenn wir jetzt nach hinten durchziehen würden, würden wir das einmal komplett durchs Gerät ziehen und das wäre blöd. So. Da sieht man schon, das löst sich schon so ganz gut. Die Teile, die wir definitiv nicht benötigen bzw. reinigen müssen, nämlich hier die Druckelemente, die können wir außen vor lassen. Und diese Mechanik hinten, die nehme ich auch noch mit raus. So, weil diese Teile sind auch nicht schmutzig geworden und müssen definitiv auch nicht mit gereinigt werden. So, jetzt kann man hier den Rest, man kann auch sehen, dass da ein bisschen was drin ist, kann man einfach in das Becken geben. Passt ein bisschen auf, dass die Teile nicht übereinander liegen. Ja, und dann einfach Deckel drauf, einschalten. Jetzt wird es ein kleines bisschen laut. Und da kann man schon sehr gut sehen, dass da wirklich die restliche Farbe aus der Pistole ausgespült wird. Das kriegt man so in der Form eigentlich auch nur mit einem Ultraschallreinigungsbad hin. Also man kriegt die zwar gespült, aber auch wirklich die letzten Reste kriegt man eigentlich nur mit so einem Apparat richtig gut hin. Ja, wie lange lässt man es laufen? Ich denke mal, das reicht irgendwie eine Minute, maximal eine Minute, dann ist das völlig ausreichend. Also man muss das nicht mehrere Stunden laufen lassen. Ich mach's mal wieder aus.
schon sehen, dass die Reinigungsflüssigkeit, dass die schon erheblich die Schmutzreste aufgenommen hat. Wie gesagt, man kann jetzt einfach mit den Fingern rein, da passiert nichts. So. Und hier, das sieht echt alles gut aus. Das kann man jetzt tatsächlich mit einem trockenen Tuch möglichst fusselfrei abspülen und dann wieder alles zusammenbauen. Ja, und dann ist auch schon wieder alles fertig. Man kann dann, wie gesagt, den Rest einfach in den Ausguss gießen und ein bisschen nachwischen, das Gerät, dass es wieder sauber ist und trocken ist. Und dann kann man auch das in die Ecke stellen und dann freut sich der Nächste, dass man ein sauberes Reinigungsbad hat. Okay. Das war's. Danke.